Für mich bedeutet Yuki Familie. Viele Kinder, Engagement. Die ganzen Stände, die Spiele. Spaß. Spielend neue Sachen zu entdecken. Dass die Eltern hier sind mit den Kindern. Die Kids mit den Eltern gemeinsam die Möglichkeit haben, einfach ohne Kosten und ohne Zwang einen netten Tag zu bekommen. Ich habe auch kein bisschen Angst vor der Bühne. Ich finde es cool. Ich finde es toll, weil man da seine Freude auslassen kann. Mein Name ist Martin Schütz, ich bin Vorstand der Stiftung Otto Eckhardt. Die Stiftung Otto Eckhardt veranstaltet jetzt schon zum dritten Mal das Yuki-Festival. Yuki heißt Jugend und Kinder. Das soll allen Familien in München zeigen, was für klasse Angebote es von den einzelnen Organisationen hier so gibt. Da gibt es Sport, da gibt es Freizeit, da gibt es Kreativität, da gibt es Bildungsmaßnahmen, da gibt es gesunde Ernährung und. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Ja. Hallo, wie geht es dir? Wir sind hier in der Kultfabrik, das ist das ehemalige Werksgelände der Firma Pfanni. Und diese Zeit geht nun langsam zu Ende, das heißt, sie wandelt sich. Ein Teil der alten Kultfabrik wird stehen bleiben und zu diesen neuen Sachen, die entstehen, gehört ein riesig großer Platz. Und das neue Fest wird dann dort stattfinden. Wir kriegen aber auch zusätzlich noch eine Wiese hin, eine richtig schöne große Grünfläche. Und so wird das neue Yuki dann sein. Bedeutet für mich der schönste Tag des Jahres.